Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch einen richtig coolen Glitch zeigen und zwar wie man schon Runde 3 in den Zeppelin kommt. Fangen wir an mit dem Glitch. Was ihr dafür braucht ist, das erste was ihr braucht ist die Tarnung und die Mobilisierung. Den Glitch habe ich ja schon aufgenommen und schon gezeigt. Aber von daher gibt es jetzt noch eine Chance, wie man noch weiter unter die Map kommt und wie gesagt zum Zeppelin. Ich melde mich dann gleich wieder und ihr könnt jetzt ein bisschen Musik hören, bis man sich wieder hört und ich am richtigen Punkt stehe. Bye bye. Hey, yeah, it's a Milli Baby. Jay Glaze. We party, do it right. It's Young Man. When we party, do it right. When we drink, we do it right. With them girls, we do it right. They be screaming. Uh-oh, uh-oh. When we party, do it right. When we drink, we do it right. With them girls, we do it right. They be screaming, uh-oh, uh-oh. You know that means he got that green. Uh-oh, uh-oh. No money ever come between us. No, no, no. When we party, do it right. When we drink, we do it. Bis hierher habe ich es euch ja schon gezeigt in einem anderen Video. Wenn ihr wollt, kann ich das noch unten in der Videobeschreibung verlinken. Was ihr jetzt machen müsst, ist noch einmal ein Herz aktivieren oder der Kumpel aktiviert eins und ihr braucht einfach wieder volle Mobilisierung. Dann läuft ihr einfach Richtung diese Mauer und wie ihr seht, hat es hinten auch noch eine kleine Straße. Was ihr jetzt machen müsst, ist ein bisschen retour gehen, wie ich da im Video, ein bisschen zurück. Das Mobilisieren, die Tarnung aktivieren und einfach ins Leere rausspringen. Und wie ihr seht, fliegt ihr da runter zu diesem Zeppelin und ihr seid eigentlich so gesagt auf dem Zeppelin drauf. Schon ein bisschen beim Bosskampf. Es bringt euch zwar nichts, dass ihr da seid, aber ich finde es trotzdem cool, dass man schon Runde 3 irgendwie auf diesem Zeppelin sein kann und mal sehen, wie es wirklich unter der Map aussieht und unter dem Zeppelin und alles. Und ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte eine kurze Bewertung da, ein Abo würde mich freuen und wenn ihr neu seid, bitte die Glocke noch aktivieren und man hört sich im neuen Video wieder. Bye bye.